Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sleeping Dogs. Wir machen da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Und wieder eine Menge EP bekommen. American Gangs and Asian Ones don't compare to the Triads. I don't like this cocking little fucker. You need to be more careful, Ray. Much more careful. Wo hat es uns denn hierhin verschlagen? Scheint unser Home hier zu sein. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Ah, eine Toilette. Können wir die benutzen? Ey, geil. Genau, erstmal schön strüllen hier. Herrlich. Die spült wird automatisch. Sehr gut. Ich denke mal, weil es so schön war, machen wir es gleich nochmal. Mal die Hände waschen. Das Gesicht gleich noch mit hier. Genau. Nicht mal Seife benutzt. Hände abtrocknen ist auch nicht drin. Feuchte Hände sind in. Oh, selbstständig kochen können wir nichts. Der Kühlschrank. Hey, schauen wir einfach mal den Kühlschrank nach. Was haben wir da? Kantonente von letzter Woche. Ein T-Shirt hier, Umkleidekabine. Na, ist ja schon ein nettes Zuhause hier. Kann man präsentieren. Sollten wir es bei MTV mal bewerben? This is my home. Okay, schauen wir mal, was wir heute regeln können hier. Holen Sie Ihr Motorrad aus dem Parkhaus. Oh. Mein Motorrad, du Penner! Ist aber ein schönes Ding. Mit Helm, Safety First. Ah, die Steuerung ist nicht ganz wie bei GTA. So ein bisschen stockend hier. Mit der Einrichtung Ruhe da. Dann haben wir erstmal ein bisschen die Einrichtung demoliert. War zwar nur ein Stuhl, aber ist natürlich auch was. So, dann heizen wir hier mal durch die Straßen von Hongkong. Okay, Bremsen funktionieren, sehr gut. Ja, die Steuerung ist echt ein bisschen anders wie bei GTA. Ich mag zu behaupten, ein bisschen schwerfälliger. Okay, Fälle können wir auch annehmen. Einmal für die Polizei und wir können irgendwelche Raubzüge starten. Gucken wir mal, ob wir in den Laden hier reindreschen können. Nö. Das geht nicht. So, was haben wir hier in den Gassen? Drogendealer. Ich hoffe, es sind Drogendealer. Das habe ich bei GTA San Andreas immer gerne gemacht. Die ganzen Drogendealer zusammengekloppt. Und die da geschossen und die eine Geld geklaut. Ah, eine leichte Dame. Eine Massage. Ich glaube, Happy End ist hier nicht mit drin.
Ah, klasse sieht sie schon aus, hä? Die Nummer merken wir uns, die Ecke ist gut. Hast du etwa gepopelt? Es hat er den Popel auf der Straße geschmissen. Heb ihn auf. Du sollst ihn aufheben. Willst du nicht? Gut. Dann musst du die Rechnung dafür tragen. Okay, an der Wand kommen wir nicht ran. Dann hauen wir ihn raus. Genau, haben wir schön breit getreten hier, den Jungen. Der ist K.O. gegangen. Sehr gut. Okay, in Hongkong scheint sich keiner um den anderen zu kümmern. Polizei kommt auf jeden Fall nicht. Dann heizen wir mal weiter. Ja, ich bin am Überlegen, ob wir vielleicht doch irgendwie einen Auftrag annehmen sollen. Mal schauen wir uns das Ganze hier erstmal an. Ich glaube, wir fahren hier auf der falschen Straßenseite, hä? Da! Okay, jetzt bin ich von überzeugt, die Steuerung ist doch etwas komplizierter. Wie gesagt, sehr schwerfällig. Geht hier nicht locker von der Hand. Vielleicht liegt es auch in der, an der Gicht meiner Hände. Ist auch nicht mehr so, wartet mal warm. Nee, ich habe jetzt nicht wirklich Gicht. Hier läuft die Musik im Hintergrund. Ich weiß gar nicht, ist sowas überhaupt erlaubt hier? Bei YouTube darf man eigentlich keine Musik hochstellen, aber die Musik gehört nochmal mit zu dem Spiel. Die Lizenzrechte liegen ja bei dem Spiel, denke ich mal. Und ja. Wir let's playen ja dieses Spiel, also denke ich mal, geht das schon in Ordnung. Lassen wir die Mucke einfach mal laufen. Und fahren wir mal zu unserem Auftrag. Haben wir mal einen Auftrag angenommen hier für die Polizei. Schauen wir mal, wie weit wir da kommen. Vom Hinterhof hier. Sehr schön. Ah, schauen wir uns das Ganze hier mal an. Da vorne habe ich was blinken sehen. Schauen wir mal nach hier. Boah, Jing Jing, das hier ist Hongkong Money. 5000. Die können wir gut gebrauchen. Vielleicht für eine Massage. Da muss ich auf jeden Fall auch noch hin. Mal schauen, was da genau passiert. So. Erstmal ein paar Reifen verprügelt. Macht der hier die Straße fegen. Kumpel, das ist nutzlos. Mal kräftig in die Mülltonne getreten. Falls deiner drinne schläft, ist er jetzt wach. So, was haben wir hier hinten? Okay, was ist das hier für ein Schrein? Anscheinend kann man da die Gesundheit auffüllen. Probieren wir es mal aus. Okay. Hat jetzt nicht so viel gebracht, lag wohl daran, dass unsere Energie ja schon voll war. Ja, sit hier. Und Ruhe mit deinen Fischbällen hier. War noch mit Curry verziert. Du bist ja ganz hardcore. Er hat seine Bälle mit Curry bestreuselt. Uah. Sind aber heute auch wieder schweinig.
What are you doing here? I'm sure you and Pendrew have a lot of top secret backdoor business to attend to. Look, I'm sorry about how I acted in there. You know, just playing the part. I'm already out there on the streets. I hear things like this ketamine racket. I'll see what I can dig up. How's that for an olive branch? You serious? Just like that? Look, I'll help where I can. What? I'm just a little shocked. I'm just used to Pendrew's people being more like him. I just think we'd be better off helping each other. Come on, what do you say? I could really use the help if you're willing to give it. Well, all right. Wir haben einen Anruf. Schauen wir mal. Alles klar. Ah ne, wir haben die Sendung geschrieben, abgeschickt. Und der prompte Antwort gekriegt von Ming. Did you look at the overnights? Yeah, but that's not the guy. It's Wen Shen Chang, not Win Shen Chang. Yeah, bookmark Chang. What? You know him? No, no, that's Gumbu Chang. Bookmark. Bookmark Chang. Hier scheinen die wichtigen Personen auf der Pinnwand drauf zu sein. Was hier hinten los? We'll send it over. Warum kommen wir hier nicht raus? Sie haben uns eingesperrt. Ist hier noch ein Ausgang? Jo, da hinten. Da geht's raus. Wie lässig und cool der immer die Treppen runterläuft. So, und auf geht's. Kann mich immer noch nicht so recht mit der Steuerung abfinden. Das bedarf etwas Übung. Gucken wir mal. Das läuft ganz gut. Oh, war auch okay. So langsam habe ich den Dreh raus. Ja. Oh mein Gott. Okay, den Dreh habe ich doch noch nicht so ganz raus. Den Mund wieder zu voll genommen. Mann, ich mach den Weg hier mit der Nahrungslaube. Der hat sich erstmal voll erschrocken. Keine Sorge, Kumpel. Ich hab zwar keinen Führerschein, aber das ist in diesem Land doch nicht wichtig. Okay, was ist hier los? Gibt's wieder Stress oder was? Nee? Ah, Kumpel Fleischmütze. Der hat sich ja schnell wiederholt. You get everything you need? No, man. I haven't been back to Popstar since I left Dog Eyes. I'm not sure how he's gonna take it. Want me to talk to him? Yeah. I'm just about out. I'll grab my next shipment and make sure everything's cool. Popstars Stammplatz. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-dum-di-dum-dum-di-dum. Was ist denn hier los, ey? Hätte man doch lieber ein Fahrzeug genommen. Ah, da auf dem Ghetto-Sportplatz scheint er zu sein.
Hey, is Popstar around? What would a nice looking boy like you want with my boyfriend? Hey, Dame der Nacht. Na, die sieht ja mal schnick aus. Die scheint ein Loch im Strumpf zu haben. Mhm, scheint wohl viel auf den Knien zu arbeiten. Aber schick sieht sie trotzdem aus. Na, dann gucken wir mal weiter hier. Was hat der für ein Wischmopp auf dem Kopf? Sie zappelt sich einen ab. Ist aber fast wie bei mir zu Hause. Bei mir steht die Couch auch auf der Straße. You Popstar? Who's asking? Look, I work for Winston. Dirty Ming's operating in our territory. I want to make sure he's supplied. Sure. I'll fix him up, but... But what? I gotta get paid in advance. I'll make it easy for you. A couple of deadbeat junkies owe me money. Guys used to deal for me before they became their own best customer. Collect what they owe me, and I'll hook your man up. Gut, der Mann hat Probleme mit Junkies. Nehmen wir mal das Geld für den... Pass auf, ich komm wieder. Dann gibst mir deine Pipi. Ansonsten passiert was. Wenn uns die Alte nicht hebt, dann geben wir ihnen voll einen Kick. Wo war denn das hier? Genau so. Okay, da sind wir auch schon. Der will gleich prompt mal Stress. Fängt wieder an zu schubsen, wie er wie ein Mädchen. Komm her, ich zeig dir mal, was los ist. So, wisst Bescheid. Was mit dir, du Pflaume? So, Rene? Nee, der hebt schon auf. I'm the god of unpaid debts. Popstar prayed real hard this morning. Time for you fuckers to pay up. What the hell, boah? Der hebt uns die Kohle freiwillig. Sehr schön. So, mein Freund. Ich glaub, den hauen wir mal noch eine. So, hier. Ich mach das, was sein Vater nicht geschafft hat. Keine macht den Drogen. Fass nie wieder Drogen an, du Penner. Gut, dann bringen wir das mal schnell zurück hier. Dann holen wir uns die Pipi da mal ab. Oh, die scheint gar nicht mehr da zu sein. Who the fuck is this? He's okay. Ey, was baut der sich denn hier auf hier? Smoke hier, Kumpel. Das Problem oder was? Spuckt ganz schön große Töne mit so einem Gesicht. Jetzt verpfeift er sich auch noch. Hier muss ein Weg hier, Bibo. Aus der Sesamstraße. Hol's hin. Hä? Hast du was gesagt? Hä? Willst du, dass du Land gewinnst, du Knautschkissen? Stehst immer noch hier. Hier muss ein Weg hier, Bibo. Who's that? Feng Shen. Best shit in Hong Kong. You got my money? Got your money. Here's your package. Tell Ming to stick with girls over 14 this time. It's the cop. Stay cool. Hey, you two! Come over here! Cool, nice. Die Polente kommt. Jetzt verhaften die uns hier, oder was? Was denn jetzt hier los? Fallbearbeitung gescheitert. Hätten wir irgendwas machen müssen? Wir konnten ja nicht rennen. Okay, das Ganze nochmal in grün. Und schön. Und mehr drauf achten. Ah, ganz schnell A drücken. Sehr gut. Der Bulle will auch noch was hier. Mach schnell A. Gut, kommt eine mehr Polente. Erstmal verprügeln wir den hier. Oh, jetzt sollten wir Land gewinnen. Ah, hier gibt es so einen Fahndungskreis. Ah, komm, GTA schon ein bisschen näher. Meine Fresse hier, immer aus dem Weg.
Aber die sind ja genauso schnell on the road wie ich hier. Wollen wir mal gucken, dass wir vielleicht irgendwie ein Fahrzeug kriegen. Und da hängen schon dicht dran hier, die Penner. Ey, die werden wir echt nicht los. Wir müssen echt mal gucken, dass wir hier ein Fahrzeug jetzt kriegen. Oh, lass mich da in Ruhe. Ich hab da nichts gemacht. Hab da nur einen Bullen verprügelt. Nee, das Auto steht in der falschen Richtung. Wir sehen, dass wir auf der anderen Straßenseite eins kriegen. Da vorne. Mal gucken. Nee, das war noch zu riskant. Ah, schnapp uns das hier mal. Komm, ganz schnell. Yes, Scheibe eingeschlagen. Und jetzt aber weg hier. Hopp, 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 hopp. Gib Jummi, Mann! Puh, das wäre geschafft. Wir sind aus dem Fahndungskreis raus. Hallo, liebe Freunde. Nicht wundern, ich musste an der Stelle leider einen Cut einlegen. Ich bin in diesem Spiel in ein Auto gestiegen und in diesem Auto lief von einem Radiosender Musik. Diese Musik ist urheberrechtlich geschützt. Ich habe somit, dass die Musik dort lief, ein Urheberrecht verletzt. Dafür möchte ich mich gerne entschuldigen bei den Herausgebern. Und damit euch selber so etwas nicht passiert, zeige ich euch, wie man dieses Problem beseitigen kann. Dazu gehe man auf Option, wähle Audio, stelle die Radiomusik komplett auf Null. Ich habe dahingehend auch die komplette Musiklautstärke von dem Spiel auch gleich auf Null gestellt, damit mir keine weiteren Probleme oder irgendwelche Tandemrechte ich dadurch verletze. Ganz einfach, damit ich keine weiteren Probleme kriege und ich mein Let's Play hier ohne Probleme weiterhin durchziehen kann. Und ich würde sagen, dann machen wir ganz einfach weiter. Ich möchte mich nochmals entschuldigen, dass ich die Urheberrechte verletzt habe. Und ich möchte mich auch bei euch entschuldigen, liebe Freunde, dass ihr bei eurem Gucken jetzt unterbrochen wurdet. Und wir machen jetzt ganz einfach wie gewohnt weiter. Lass mal zu Kumpel Fleischmütze. Was tickst du hier rum? Rumlungern ist nicht. Oh, das gibt gleich mal Punktabzug. Wenn wir einen Unschuldigen niedergeschlagen haben. Ah ne, die Fleischmütze war da in der Ecke, genau. Oh, hey, little man. Got the stuff, right? Don't worry, I got your stuff right here. Now I can start making money. Hong Kong Police Department. Ah, okay, wir haben zwei Fälle abgeschlossen. Sehr gut. Kopferfahrung. Wow, haben wir aber massig gekriegt. Und noch 1200 Öcken. Das ist sehr gut. Überwachen. Sehr gut. Das machen wir. Das haben wir drauf. Gut, das war's mit der Folge. Ich überlasse euch der seichten Musik. Ich verabschiede mich. Bis derweil. Servus.